Diese Geschichte ist wahr. Sie spielt in Deutschland, mitten im grünen Herzen Europas, an einem kleinen Nebenfluss des Rheins. Hier begann, als ich noch ein Kind war, die Entdeckung des Märchens, das sich im Lauf meines Lebens als Wirklichkeit erweisen sollte. Es ist meine Geschichte, es sind meine eigenen Beobachtungen. Und endlich kann ich Beweise zeigen. Auf den ersten Blick gibt es an dem kleinen Fluss nichts Außergewöhnliches. Aber ich kenne ein Geheimnis, dem ich schon als kleiner Junge auf die Spur gekommen bin. Hier lebt unauffällig einer der faszinierendsten und seltensten Vögel unserer wilden Heimat. Der Eisvogel. Mythen ranken sich schon seit der Antike um den azurblauen Königsfischer, wie ihn die Engländer nennen. Für diesen so überaus scheuen kleinen Vogel mit dem langen Schnabel empfinde ich von jung an eine besondere Zuneigung. Sie hat nie abgenommen, erst recht nicht, als Tierfilmer mein Beruf geworden ist. Jetzt endlich ist der Augenblick gekommen, auf den ich so lange warten musste. Als Kind habe ich ihn mir gewünscht, erträumt. Als Erwachsener habe ich darauf hingearbeitet, bewusst und geduldig. Jahrzehnte später darf ich erleben, dass diese Vogelwelt mich immer noch mit unendlicher Freude erfüllt. Endlich sitzt der Eisvogel ganz dicht und völlig vertraut vor mir. Jedes kleine Detail, jede Feder sehe ich genau. Das Sonnenlicht gibt sein Bestes. Es lässt das Gefieder glänzen wie bunte Diamanten. Meine Kamera läuft und läuft. Jede kleinste Regung kann ich erkennen. Glückliche Momente. Jetzt darf nichts dazwischen kommen. Ich bin angespannt, hochkonzentriert, vermeide jede Bewegung, jedes Geräusch. Ganz nah sitzt er vor mir, bei mir. Ich halte still. Dabei bebt irgendetwas in mir vor Freude. Die unzähligen Stunden der Vorbereitungen, des Wartens sind vergessen. Jetzt genieße ich den Augenblick.